Hallo, ich bin die Berg und ich habe eine Frage. Wie viele Kinder sind in einer Klasse und wie viele Lehrer unterrichten in einer Klasse? Hallo Bertin, ich bin Andreas. Ich bin ich bin Lazar. In jeder Klasse sitzen bei uns 26 Schüler. 13 Männchen und 13 Jungen. Wir sind ein kleiner Schüler. Insgesamt gibt es 156 Schüler und 18 Lehrer. Und ihr, wie viele Schüler seid ihr in jeder Klasse? Und wie viele in der ganzen Schule? Und wie viele Lehrer habt ihr? Hallo, ich bin Aileen. Ich habe die Frage, wie viele Fächer unterrichtet ihr in der Schule? Hallo Aileen. Ich bin Janis. Und ich bin Eleftheria. Also wir haben ganz viele Fächer. Insgesamt sind es 18. Wir haben zum Beispiel Neugriechisch, Altgriechisch, Mathematik, Technologie, Kunst. Informatik, Musik, Sport, Sport, Religion, Englisch, Deutsch, Französisch, Kunst, Physik, Biologie, Erkunde. Und wie sieht es bei euch aus? Habt ihr besondere Events in der Schule, zum Beispiel wie Konzerte oder Turniere? Hallo, ich bin Selene. Ja, an unseren nationalen Feiertagen, also im Oktober und im März, aber auch an Weihnachten und beim Abschlussfest, führen wir Theaterstücke auf, singen drei Gedichte vor. Und ihr? Habt ihr auch in der Schule muslimische Feiertage? Hallo, ich bin Tefania. Nein, denn an unserer Schule gibt es keine Muslime. Die meisten sind griechisch-orthodox und manchmal haben wir auch einige Juden. Hallo, ich bin Amir und habe an euch eine Frage. Und zwar, wie lange sind denn eure Pausen und dürft ihr während der Pause das Schulhof verlassen? Hallo Amina, ich bin Jörg. Unsere Pausen dauern von 5 bis 10 Minuten. Wir dürfen die Schule während der Pause nicht verlassen. Wie ist es bei euch? Also ich bin Daniel, habe auch eine Frage. Dürfen Frauen ein Kopftuch in der Schule tragen? Das Kopftuch gehört nicht zur griechischen Kultur. Also ist es gar keine Frage, ob man ein Kopftuch tragen darf oder nicht. Bei uns gibt es aber in jeder Klassenraum eine Ikone, ein Heiligenbild. Habt ihr auch so etwas? Bravo. Habt ihr auch ein Klassenbuch, in dem die Fehlzeiten und die Themen der Stunde stehen? Hallo, ich bin Liana. Ich bin Andonis. Ja, wir haben auch ein Klassenbuch, dort tragen die Lehrer den Lesson-Fein. Und dein Schüler, der Klassenbeste, kontrolliert auch die Abwesenden und schreibt ihr Namen in eine Liste. Die muss der Lehrer dann unterschreiben. Macht ihr das auch? Hallo, ich bin der Luca. Wie lange geht bei euch der Unterricht und wann fängt ihr an? Hallo Luca, ich bin Stefan. Hallo, ich bin Georg. Hallo, ich bin Theo. Der Unterricht beginnt bei uns immer um 15 Uhr nach 8. An 3 Tagen haben wir 7 Stunden Unterricht und an 2 6. Das bedeutet, dass die Schule entweder um 5 nach 1 oder um 10 nach 2 zu Ende ist. Insgesamt haben wir 33 Stunden Unterricht pro Woche. Wir haben auch viele AGs. Die gehen bis um 4 Uhr, aber sie sind freiwillig. Habt ihr auch AGs? Hallo, ich bin Maxim. Sieht man Teil der türkischen Kultur in eurem Alltagsleben? Wie der Andon ist hier. Wie der Elin ist hier. Wie der Lazar ist hier. Griechen, Juden, Osmanen und viele andere Völker.
haben seit je in unsere Stadt gelebt und der eine hat den anderen beeinflusst. Dazu gehören die Sprache, die Musik und die Küche. Ich kann nicht genau sagen, was Türkisch und was Bulgarisch oder Serbisch ist, aber es ist schön, dass es das gibt, diese Multikultur. Meinst du nicht auch? Ja, ich bin Mustafa. Ja, ich wollte nur fragen, ob es in eurer Schule noch Bücherei gibt. Hallo, ich bin Liliana. Hallo, ich bin Andoris. Hallo, ich bin Daniel. Nein, leider haben wir keine organisierte Bücherei in der Schule. Wir haben aber mehrere Büchereien in der Gemeinde. Da können wir uns Bücher ausleihen. Lest ihr eigentlich viel? Ich bin René und ich habe eine Frage an euch. Und zwar gibt es bei uns Intensivklassen. Klassen, die für Flüchtlinge gemacht sind, damit sie sich auf die Schule vorbereiten können. Und das heißt, wir haben Intensivklassen, Intensiv 1 und Intensiv 2 für Flüchtlinge, damit sie auch sich auf die Schule vorbereiten können. Und jetzt habe ich die Frage für euch. Gibt es das bei euch auch oder nicht? Hallo, ich bin Andreas. An unserer Schule gibt es keine solchen Kurse, weil wir keine Flüchtlinge haben. Es gibt aber in Thessaloniki andere Schulen, die solche Kurse anbieten. Tschüss! Also wir haben ein Gebäude, oder hatten früher mal ein einziges Gebäude, das wir in Villa hatten. Da haben wir uns Fußbälle, Tischkickerbälle, Tennisbälle, Basketbälle ausgeliehen und sogar manchmal sogar Spiele. Und jetzt wollte ich euch fragen, habt ihr das auch? Also eine Villa, wo ihr euch Spiele ausleihen könnt oder halt auch Bälle? Hallo, ich bin Jan. Nein, so etwas haben wir nicht. An der Schule haben wir natürlich Fußbälle und Basketballbälle. Aber die benutzen wir nur im Sportunterricht.